So, also drittes Video zur Frage, soll ich M-Teilmenge oder M-Ungleich nehmen? Jetzt mal eine andere Frage hier. Aus vier Legos, gelb, rot, schwarz, werden nacheinander zwei gezogen. Meine Legos. Wie wahrscheinlich ist es, dass das zweite blau ist? So, ja, jetzt muss ich mal gucken, welches Omega kann ich denn benutzen? Ich hole mal mein Omega hierher, ich habe das noch von vorhin. Ja, hier sind meine beiden Möglichkeiten. So, und jetzt ist meine Frage, ist, ob das zweite blau ist. Ja, und jetzt sehen Sie, ja, hier, wenn ich dieses Omega benutze, dann kann ich gucken, das zweite blau ist. Das ist nicht in diesen dreien der Fall. In den anderen nicht. Und das ist mein A. Also hier kann ich mein A sagen. Hier kann ich aber gar nicht sagen, welches denn überhaupt das zweite ist. Das heißt, für diese Frage ist vielleicht das Omega, kann ich noch beides nehmen. Aber das A kann ich nur hier sagen. Da kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ja, weil ich hier keine Reihenfolge habe. Und die Frage in der Frage ist die Reihenfolge wichtig. Ja. In dem Experiment kann ich beides noch nehmen. Ja, ob ich jetzt mir die Reihenfolge merke beim Ziehen oder nicht, das kann mal wichtig sein und mal nicht. Das entscheidet sich erst dadurch, welches A man nehmen muss. Ja, und die Antwort ist dann ein Viertel, ja, 3 von 12. Ja, also in diesem Fall, ja, in diesem Fall muss man für Omega das M2 ungleich nehmen, ja, weil sonst das A, das ist, sind die, wo das A ist sonst gar nicht eine Teilmenge von dem Omega. Ich kann das gar nicht sagen. Ja, welches ist A ist denn das? Das ist so, wenn ich das jetzt aufschreibe, M kann ich in zwei Gruppen machen. Blau, ja, das ist und vereinigt die anderen. Ja, vielleicht nenne ich die B und nicht B. Ja, und dann möchte ich gerne, dass dieses A ist, dass das erste Element ist aus dem Nicht-B und das zweite Element ist aus dem B. Ja, das ist meine Menge A. Ja, weil ich will als erstes eine Farbe haben, die nicht blau ist, und als zweites eine Farbe, die blau ist. Ja, man könnte auch sagen, ich wähle jeweils 1 aus der Menge mit ungleich und hier auch 1 aus der Menge mit ungleich. Ja, und dann kommt raus, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von A ist gleich die Wahrscheinlichkeit, die Anzahl der Elemente von A durch die Anzahl der Elemente von Omega. Ja, das hier ist 12 und das hier ist hier vorne 1 aus den auswählen ist 3, 1 aus den auswählen ist 1. Ja, ich zeige nochmal das Bild. Ja, hier vorne habe ich 3 Möglichkeiten, hinten habe ich nur noch eine. Also 3 Zwölftel, also 1 Viertel. Ja. Also diesen Fall, wo man nur dieses Omega nehmen kann, weil man nur dann das A sagen kann. Ja, vielleicht kann man auch, man könnte auch ein anderes Omega nehmen, aber dann kann man diese Frage nicht beantworten. Es entscheidet sich an dem A, welche Menge man nehmen muss. Ja, weil erst da wird darauf auch geachtet, welches das erste und das zweite ist. Okay, ich hoffe, das kann die Sache ein bisschen erleichtern. Also diese Fragestellungen sind schwierig und müssen geübt werden. Aber ich glaube schon, dass sie das schaffen. Okay.